erstmal zu regenerieren, das ist wichtig, weil wir haben auch gestern sehr, sehr viel investiert und leider haben wir uns nicht belohnt. Jetzt kommt am Dienstag nächstes Spiel, aber grundsätzlich heute und morgen müssen wir auch regenerieren. Wir haben auch ein paar Spieler, wo angeschlagen sind, wenn wir versuchen, die bis Dienstag fit zu bekommen, und gehen wir sehr seriös und gut vorbereitet in dieses Spiel gegen Oberhausen. Natürlich ist Derby ist auch Pokalspiel, das ist auch große Bedeutung für unsere Fans, für die Region hier, und wenn wir, wie gesagt, auch seriös dieses Spiel angehen, das ist unser Motto in Niederrhein-Pokal. Von Anfang an haben wir gesagt, wir wollen auch seriös, sicher und souverän dort antreten. Bis jetzt haben wir das getan und absolut sicher und souverän ins Halbfinale sind wir eingekommen. Jetzt kommt ein Derby gegen Oberhausen, für mich eine sehr, sehr gute Mannschaft, wo auch momentan guter Lauf hat, aber wir sind auch gut drauf und dementsprechend wird auch interessant und spannend. Aus Trainersicht ist nicht das der optimalste Moment für so ein Derby, aber wir haben auch gewusst, dass auch dieses Spiel irgendwann kommt, und wie gesagt, wir bereiten uns vor. Ich hoffe, dass die alle Spieler, wo angeschlagen sind, bis Dienstag schaffen, fit zu werden, und dementsprechend definitiv werden wir auch ein gutes Team auf dem Spielfeld haben.